Moin Leute! Am heutigen Tag spielen wir eine kleine Runde GeoGuessr. Kurz zur Info, das Video ist auch gesponsert von GeoGuessr. Und das Geile ist, ich bin am heutigen Tag hier am Start mit dem besten deutschen GeoGuessr-Spieler. Hallo Lenli. Moin, freut mich hier zu sein. Ja, freut mich auch auf jeden Fall. Wir haben ja auch eine gewisse Vergangenheit dazu, aber später mehr. Leute, Lenli wird mir das jetzt Ganze hier nochmal so ein bisschen erklären. Warte, ich soll auf deinen Discord-Link klicken, ne? So, dann können wir nämlich jetzt hier ein bisschen zusammenspielen. Genau, wir machen einmal erstmal eine Proberunde, um so ein bisschen das Spielprinzip zu verstehen. Alter, guck mal hier, du siehst richtig cool aus. Um nochmal ein bisschen Background zu dir zu geben, du warst bei den Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, wie war das? Genau, also letztes Jahr hat die erste GeoGuessr Weltmeisterschaft stattgefunden. Die war in Stockholm, da sind wir alle eingeflogen für und haben in so einer richtigen Arena dann 1 gegen 1 Duelle ausgespielt. Also es war super, super cool. Und dieses Jahr im September wird es auch wieder eine WM geben. Und jetzt im April schon muss ich mich für die WM qualifizieren bei der Europameisterschaft. Ja, da musst du aber mal aufpassen, ob du hier nicht den Nachwuchs praktisch jetzt züchtest mit Paletto. Der macht dir deinen Spot da streitig. Sehr gut, ich sag möglich. Dir das. Sehr gut möglich. Ich bin richtig schlecht. Oh, mein erstes GeoGuessr-Video ist, glaube ich, von vor 9 Jahren oder so. Wir werden hier nochmal einen Clip einspielen. Okay, das ist auf jeden Fall Amerika. 1000%ig hier, das ist irgendwie diese rote Farbe. Ja, genau, das ist rote Farbe, Paluten. So, komm, dann lass uns mal loslegen. Starten wir mal rein, genau. Okay, Runde 1. Also das Spielprinzip ist, du kriegst einfach irgendein zufälliges Bild von Google Street View. Und jetzt suche ich mir so ein Straßenschild. Das hab ich schon gelernt. Oh, warte. Genau. Ich weiß nicht, ob hier was draufsteht auf diesem Schild. Doch, da. Und das kann ich nicht lesen, aber da vorne sehe ich noch ein Straßenschild. Genau, das ist größer. Ich drehe. Das kann ich nicht lesen. Akaba und Al-Makmel. Ja, was würdest du sagen, ist das für eine Sprache? Im arabischen Raum ist das angesiedelt. Genau, ja. Da sind wir wahrscheinlich okay. Im arabischen Raum. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass Saudi-Arabien oder Irak oder so kein Street View haben, dann kannst du das ein bisschen genauer eingrenzen. Also du hättest zum Beispiel jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben Street View, oder Jordanien. Also könnte ich jetzt hier einfach, ich klicke jetzt einfach mal drauf hier. Du kannst mal draufklicken, ja. Also Saudi-Arabien, wie gesagt, kein Street View, aber... Das ist auch ganz gut, eigentlich mal die Mitte einfach zu markieren. Ja, aber... Sorry, ich bin ein bisschen nervös. Alles gut. So, warte mal. Du siehst, by the way, auch oben den Timer. Du hast noch 12 Sekunden. Ach so. Ja, warte. Dann mache ich jetzt... Jordanien. Warte. Und? Oh! Das war sehr gut. Stark. Sehr starker erster Guess. 242 Kilometer ist gar nicht so schlecht. Ist ziemlich gut, würde ich sagen. Okay, dann machen wir mal Runde 2. Geh einfach mal nach ein paar Schildern suchen. Du hast hier gelbe Mittellinien. Das ist Amerika. Genau, gelbe Mittellinien sind nicht so häufig in Europa. Deswegen bist du wahrscheinlich mehr irgendwie Nord- oder Südamerika. Rust Protect, bei Herr Raun. Okay, und hier oben die Oberlandleitungen sagen auch eher vielleicht so Amerika. Aber können das auch Australien sein? In Australien hätten wir Linksverkehr. Jetzt kannst du mal schauen, wie die Schilder hier aufgestellt sind. Ja, nee, das sieht so aus. Guck mal, ja moin, ja. Digi, Alter. Das ist auf jeden Fall Amerika, Alter. Guck, er hat auch den Pickup und die Sonnenbrille auf. Das ist perfekt. Das sieht hier. Es ist auf jeden Fall grün, deswegen würde ich sagen, dass das auf jeden Fall ja nicht hier so in dem Wyoming so ein bisschen ist, sondern dass es schon mehr so in die Richtung sein könnte. Aber es könnte ja auch hier oben Seattle sein. Hast du denn jetzt einen Tipp für mich? Was würdest du, wie würdest du jetzt sagen? Weil es gibt ja auch den Modus, wo man sich nicht bewegen kann. Ja, ich würde sagen, das ist irgendwo tendenziell recht weit nördlich, aber in der Mitte. Also nördlich, das ist wahrscheinlich sogar in Kanada. Ich würde in Kanada Manitoba oder Saskatchewan gehen. Ich mach Toronto. Geht auch Toronto? Geht nee, Toronto auch. Ja, warte, ich mach hier. Da war ich schon mal in der Nähe. Oh, mit Toronto wäre ich so gut gewesen. Aber gut, war gut. Ich war letztens mal in Toronto, hab da Verwandte besucht. War eine gute Zeit. Also, Grüße. Muss man sagen, läuft doch gut. Ja, guck mal hier, da sind deine Punkte. Ja, genau, ich hab irgendwo reingetippt, weil bevor ich nichts tippe. Oh, was ist das? Raketenabschussbasis? Ah, nee. Oh, warte. Jetzt hier würde ich reinzoomen. Litwinski. Klingt erstmal so ein bisschen osteuropäisch. Ja, Litwinski. Da würde ich sagen, da sind wir auf jeden Fall Osteuropa. So vielleicht so ein bisschen Belarus, Litauen. Und der Pro-Tipp jetzt. Wo würdest du jetzt sagen, wie würdest du das weiter eingrenzen? Wir haben ja diese weiß-schwarzen Leitplanken. Ja. Die sind sehr häufig in Russland oder der Ukraine. Ah, okay. Und was man hier auch sieht, ist dieses
rote Google-Auto. Also dass das Auto mit dem Google hier lang gefahren ist, das gibt uns ja auch Auskunft. Da das rot ist, ist das vermutlich hier die Ukraine. Aber sowas musst du jetzt nicht alles wissen. Ich würde jetzt sagen, wenn wir nachher diese Testspiele gegeneinander quasi machen, würde ich behaupten, es macht Sinn für dich einfach irgendwie noch die Straße runterzugehen und zu schauen, ob du noch irgendwie eine Sprache oder sowas findest. Damit kannst du das ja deutlich besser. Wir machen nachher noch so ein Battle, wo du darfst dich nicht bewegen, oder was? Und ich darf. Genau, und jedes Mal, wenn ich gewinne, machen wir mein Handicap ein bisschen größer. Warte, das ist eine Familie mit einem Hund? Moin. Ja. So, warte, aber jetzt habe ich doch... Die Zeit. Ja, warte, das ist... Ich weiß, wo das ist. Das ist hier. Easy. Schade. Okay. War nah dran. Zwei Runden haben wir noch in der Proberunde. Und dann legen wir los. So, das würde ich jetzt sagen... das könnte mehr so im asiatischen Raum... Ist das so ein bisschen, weil es sieht sehr grün aus. Da ist das Schild. Ich zoome ran. Das kann ich nicht lesen. Ich würde sagen, Indien? Ja, also Indien hat auf jeden Fall ähnlich aussehende Sprachen. Genau, also wenn es nicht auch so mit, ich sag mal, lateinischen Buchstaben geschrieben ist, dann ist es wahrscheinlich irgendwie Thailand, Kambodscha, Laos oder Indien oder Sri Lanka. Also, da war ich auch mal in Sri Lanka. Genau. Genau, hieran kann ich es jetzt erkennen tatsächlich. Oh, echt? Wie hast du das jetzt erkannt? Hier erkenne ich jetzt, dass das wahrscheinlich, also sieht für mich aus wie Khmer, also die Sprache von Kambodscha. Ja, dann würde ich doch sagen, das ist auf jeden Fall hier... War Laos. Okay, alles klar. Da hast du mich reingeritten. Versuchst mich klein zu halten. Nein. Ja, nee, da habe ich... Weil ich wollte sagen, dass das Laos ist. Ich war bei Laos. Contraloria General de Cuentas. Da würde ich jetzt sagen, Südamerika. Sehr guter Call. Vehículos unes conservial. Guatemala. Guatemala. Okay, super. Wo ist jetzt wird es ein bisschen peinlich. Wo ist der Guatemala? Zentralamerika. Zentral, wusste ich doch. Klar, das ist Guatemala. Ich muss zugeben, Leute, so bei allen Ländern weiß ich nicht, wo die unbedingt sind. So, okay. Ich würde auch sagen, dass das schon sehr hauptstadtmäßig aussieht. Deswegen würde ich sagen, Guatemala-Stadt. Top. Oh, Leute, was geht da ab? 4,2 Kilometer. Das war gar nicht so schlecht jetzt, der letzte, ne? Also, großartig, ja. Gut gemacht, habe ich ja gar nicht sagen müssen. Also, okay, ja, perfekt. Geiles Ding. Alleine geholt. Alright. Oh, dieses Germany-Shirt, hast du das, weil du bei den Weltmeisterschaften am Start warst? Ist es ein Special-Shirt oder kann ich mir auch das... Das ist ein Special-Shirt, also das gibt's vor den Weltmeisterschaften, gibt's das aber dann im Shop. Also vor den Weltmeisterschaften kann ich wieder dieses Germany-Shirt holen. Alright, also Paluten, wir spielen jetzt ein Duell. Mhm. Du kriegst wie gerade eben, sagen wir, 1:30 Zeit, um dich zu bewegen und zu gucken, wo du hin möchtest. Ich dagegen werde einfach nur mir das erste Bild angucken und ich werde mich nicht umdrehen und nirgendwo hingehen. Okay. Wir gucken mal, wie das läuft. Ich werde mich dabei währenddessen im Discord muten. Okay. Und dann, soll ich mich auch muten? Nee, also es reicht. Ich mache quasi... Warte. Das ist ja wann mein... Jetzt müssen wir kurz mal hier. Nicht, dass du meine Super-Tipps abstaubst. Achso, ja. Nee, ich defne. Alles gut. Das war sowieso ein kleiner... Gut, und das Geile ist, wir sehen auch, wie du dann spielst. Also wir haben auch deine, wir werden auch dich einblenden. Generell, Leute, der Channel von Lenny ist natürlich auch verlinkt. Genauso wie alle wichtigen Links zu GeoGuessr. Wenn ihr selber Bock habt, eine Runde zu spielen, erster Link in der Videobeschreibung. Schaut vorbei. Schaut aber auch bei Lenny vorbei, vor allen Dingen, wenn ihr High-Skilled-Content sehen wollt. Und ich bin bereit. Alright. Oh Leute, jetzt bin ich schon ein bisschen nervös. Junge, der beste deutsche GeoGuessr-Spieler. Das ist ein bisschen steppig. Das könnte Afrika sein. Wir sind in Runde 1. Für mich sieht das aus wie Indien. Der westliche Part von Indien hat sehr viel solche Steppe. Jetzt muss ich mal gucken, wie nah ich dran komme. Genau, Paluten hat jetzt noch 1:30 Zeit. Vielleicht, ich hoffe, er findet irgendeine Sprache. Ansonsten wird das, glaube ich, schwierig für ihn. Hier sind keine Schilder. Hier ist nichts. Warte mal, wie soll ich das denn jetzt? Hier ist nichts. Warte, okay, ich habe 1 Minute Zeit. Ich darf mich ja bewegen. Ja, was ist das denn? Ich weiß nicht. Hier ist ein Auto. Ich brauche Schilder. Ich bin in the middle of nowhere. Das kann auch Australien sein, Alter. Das gibt's doch nicht. Doch, warte, hier. Da. Das könnte auch hier so ein bisschen sein. Vielleicht so Turkmenistan? Ich könnte mir vorstellen, dass das Turkmenistan ist. Nein! Was ist das?
Oh, er hat mich gecrushed, Alter. Oh, ich hab... Alter, wie viel Leben ich verloren hab. Na, hier ist ein Schild. Castello Vecchia Anna. Das sieht für mich aus wie Italien. Ich glaube, Paluten kriegt das, weil auf den Schildern wird bestimmt Italienisch stehen. Attenzione. Warte, Attenzione, Alter. Das ist Italien. Und jetzt ist die Frage, aber das ist so ein bisschen bergig. Ich glaube, eher der Norden ist so ein bisschen bergig von Italien. Ich würde sagen, eher in der nördlichen Hälfte, weil es nicht ganz so warm aussieht. Aber das könnte auch falsch sein. Aber ja, ich würde einfach mal hier hingehen. Ich sag, das ist so ein bisschen hier. Zack, Alter. Jetzt, guck mal, jetzt. Oh, Palermo! Boom! Alter, puh, war gar nicht so schlecht. Guck mal, haben wir gut kombiniert. Oh, ja. Das ist jetzt schwierig. Okay, Runde 3. Wir sind in Thailand. Das ist wieder so ein Ding, da weiß ich ja gar nichts. Das ist Thai-Schrift und das sind auch diese Thai-Strommasten. Wir fahren auch links, also nicht alle Länder in Südostasien fahren links, deswegen kann man das daher auch noch einigermaßen eingrenzen. Okay, wir dürfen ja gehen, wir dürfen laufen. Er wird das wissen, weil hier sind so viele Infos. Also hier wird auf jeden Fall Schweinefleisch gegessen. Gibt es hier irgendwelche Infos? Ich kann das nicht lesen. Vielleicht wieder so ein bisschen Laos-mäßig. Auf jeden Fall haben die ein 7-Eleven. Oh, das ist schwierig. Wo in Thailand ist schwierig, aber ich würde jetzt einfach in den Japan-Cop, denke ich, gehen. Und dann gesse ich einfach mal hier rein. Ja, machen wir schon so ein bisschen... Das muss schon eine große Stadt sein. Ich mach so ein bisschen mittig. Was? Oh nein, er zerstört mich. Also war nicht schlecht, du hast Schaden gemacht am Italien. Ja, da habe ich gut kombiniert. Für jemanden, der das noch nicht so oft gespielt hat, fand ich, war das sehr promising. Was du da, vielen Dank. Woran hätte ich jetzt das sehen können, dass das Thailand ist und nicht Indien an den Schriftzeichen? Ja, die Schriftzeichen sind Thai gewesen in dem Fall. Aber das ist vielleicht nicht ganz so einfach zu erkennen. Gut, und jetzt binden wir dir beide Arme auf den Rücken, oder wie? Genau. Jetzt spielen wir das Ganze folgendermaßen. Wir spielen das Gleiche nochmal, aber ich krieg nur 5 Sekunden, um die Runde zu sehen. Oha. Du hast trotzdem deine volle Minute. Okay. Das erkenne ich doch hier. Das ist doch Deutschland. Jetzt mal ohne Witz, das ist doch Deutschland. Hier. Sirnach. Wo ist Sirnach? Das sollte die Schweiz sein. In Deutschland haben wir die gleichen Pfosten. Oh, genau. Und jetzt wird mein Bildschirm schwarz nach 5 Sekunden. Also jetzt kann ich sie nicht mehr sehen, aber jetzt kann ich meinen Guess machen. Das sind die gleichen Leitpfosten, wie wir in Deutschland haben, nur in Rund. Und das ist in der Schweiz. Okay, weiter. Wo ist Sirnach? Es tut mir leid, Leute. Jeder, der in Sirnach wohnt. Wo sind hier meine Sirnacher? Stadt an München? Nee, warte, Zürich! Das ist die Schweiz! Ich würde, glaube ich, ein bisschen in den Osten reingehen. Ich sende meinen Guess einfach mal in der Nähe von Zürich. Es war recht flach. Also wir sind wahrscheinlich nicht fest in den Bergen. Oh, weil mir geht die Zeit aus. Ich mache trotzdem hier so. Ah! Oh, aber ich hab nur wenig Punkte verloren. Das war gut. Okay, ich krieg wieder für 5 Sekunden das Bild. Sieht aus wie Finnland. Sehr viele Birken und Felder. Das war Deutschland. Okay, wir müssen uns beeilen. Wir müssen schneller fahren. Ich brauche ein Schild. Diggi, hier muss doch irgendjemand mal wissen, wo er längs fahren muss. Das ist ja völlig verrückt. Dieses Land hat keine Schilder. Jo, ich bin in the middle of nowhere. Der wird mich klatschen. Ja, das sieht, also die Art von Vegetation findet man sehr in Nordeuropa. Und in Schweden und Norwegen hättest du wahrscheinlich gestrichelte Außenlinien. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir in Finnland sind und tippe einfach mal in den Südwesten. Ich sag Polen. Und er ist da. Das tut jetzt weh. Aua. Junge, wie wusste er mit Finnland? Oh, okay. Nee, war das doch falsche Seite. Das ist. Könnte das Australien sein? Also das ist auf jeden Fall. Also entweder UK. Oder Australien, das sind die falsch fahren. Interessant, das ist schwieriger. Ist das vielleicht Irland gewesen? Kliffmal. Fahren die auf in Neuseeland? Aber warum ist das so hügelig hier? Hilfe! Also, unser bester Clou waren diese schwarz und weißen Chevrons. Die gibt's aber in einigen Ländern. Mein erster Gedanke war Italien. Ich habe aber dann irgendwie so das Gefühl gehabt, dass diese Hecken so ein bisschen mehr irisch aussehen. Ich kann es jetzt leider nicht mehr nachgucken. Ich sag Neuseeland. Nein! Ach Gott! Ja, okay. Das ist, muss ich ehrlich sagen,
kein so schlechter Guess, wie es vielleicht klingt, Neuseeland. Hm. Also Neuseeland ja. und UK haben eine sehr ähnliche Landschaft und fahren beide links. Ich war auch nicht im richtigen Land, by the way. Ne? Also ich war in Irland. Das war gar nicht so einfach. Die Oha. Ja, und ich dachte dann einfach, ja komm ey, das sieht ein bisschen hier aus wie Herr der Ringe und so. Hm. Und dann dachte ich mir, Neuseeland it is. Ist kein schlechter Guess. Ja, ich würde gerne nochmal jetzt eine Revanche mit gleichen Spielregeln. Ich würde fast sagen, ich gehe runter auf 2 Sekunden. Okay, geh runter auf 2 Sekunden. It's in Ordnung. Genau, wir wollen so weit gehen, dass meine allerletzte Runde, da sehe ich das Bild nur für 0,1 Sekunden. Finde ich gut. Let's go, good luck. Okay, 2 Sekunden habe ich gleich das Bild. Okay. Okay, ist nicht so einfach. Also es sieht aus wie Europa im Mittelmeerraum. Von der Architektur her, weiße Häuser mit roten Dächern. Okay, Leute, das sieht, Junge, das sieht erstens, sieht's richtig chillig aus. Junge, alle so weiße Zäune. Das sieht so nach Urlaub aus. Ist das Mallorca? Meine erste Idee war Portugal, aber ich glaube, das Nummernschild war nicht portugiesisch. Die hätten dann nämlich noch neben dem EU-Streifen noch so ein kleines gelbes Ding. Aber ich probiere Kroatien, aber es kann gut sein, dass ich hier falsch liege. Oh, warte. Lenha, José Luis. Das könnte auch Spanisch sein. Vielleicht ist das eine Insel. Nee, aber man sieht kein Meer. Man sieht kein Meer. Ich würde aber sagen, José Luis. Das ist, oh, warte, nee, aber die Schilder. Sehen die Schilder Spanisch aus? Scheiße. Doch, das sind spanische Schilder. Wir sind in Argente. Boom! Jo, da habe ich ihn gerade weggeflext. Jo, das war Kroatien. Schön in Kroatien. Grüße an meine kroatischen Freunde. Okay, wieder 2 Sekunden. Ich muss aufpassen. Das sieht für mich aus wie Irland. Das Haus sieht einfach ziemlich irisch aus. Locken wir einfach ein. Oh, er hat direkt geraten. Warum? Das ist, weil das UK ist. Oder? Das UK. Das ist hier vorne. Ah, nee, warte, dann lass uns das mal eher mittig machen. Das ist hier so. Kriege ich jetzt hier... Ah, Alter, was? So viel Punkte zieht er mir ab? Ja. Junge, das weiß er doch nie. Das weiß er. Sieht für mich aus wie Rumänien. Das kann ich am Strommast erkennen. Es könnte eventuell noch Ungarn sein, aber das sind die einzigen beiden, die ich mir vorstellen kann hier. Ich gehe mal hier unten rein. Warte. Hier steht, okay. Hier steht einfach nur die Hausnummer, wird einfach nur aufgesprayt. Ich war beim besten Willen, Alter, ich weiß das nicht. Warte, wir haben noch 30 Sekunden, alles gut. Ich suche halt irgendwie mal ein Schild. Okay, das sieht auf jeden Fall vielleicht so in Russland, aber dann so nicht Moskau-Style, sondern so ein so bisschen eher so mittig. Ah, scheiße. Hier. Oh! Scheiße, er zerstört mich. Krass. Woher wusste er das? Woher wusste er, dass das Bulgarien ist? Oh, das sieht aus wie eine gute, räudige deutsche Landstraße. Doch, das ist Deutschland. Ist nicht ganz so einfach. Mit den weißen Linien und den Leitpfosten bin ich mir sehr sicher, dass wir irgendwo in Europa sind. Sah aus wie Zentraleuropa. Mein erster Guess war Ungarn, weil es auch ziemlich flach ist. Ist aber sehr trocken hier, oder? Ist das nicht Deutschland? Warte, da ist ein Schild. Wir haben noch 20 Sekunden. Was steht hier drauf? Spa und Hotel ist Erfurt. What? Gut gespielt. Ja, ich dachte, ja. Das wird Deutschland. Das sah einfach nach Deutschland aus. Ja, woran hast du denn jetzt erkannt, dass das nicht Deutschland ist? Also ich habe das ja für 2 Sekunden das Bild gesehen. Angeblich. Ja, ich habe es ja auf Video. Was ich erkannt habe, ist, dass das im Winter aufgenommen wurde, dieses Bild. Ja. Und dass die Straße recht schlecht war für europäische Verhältnisse. Und zwar ziemlich flach. Ja, da hat es am meisten Sinn gemacht, dass es Ungarn war. Ich war mir nicht ganz sicher, aber okay. hat am meisten Sinn für mich gemacht. So, und jetzt siehst du das Bild gar nicht und musst einfach klicken. Wir können sagen, jetzt machen wir 0,1 Sekunden. Okay. Ach Gott. Okay. Oh, das war ein bisschen länger als 0,1 Sekunden. Glaube ich zumindest. Kam mir recht lang vor. Meiner Meinung nach war das Albanien. Oder Montenegro vielleicht. Sah auf jeden Fall ziemlich nach Balkan aus. Ich glaube, ich gehe an die Grenze, weil ich bin mir nicht sicher, welches von den beiden es war. Oh, warte. Paulana! Das ist Deutschland! Aber das sieht nicht aus wie Deutschland. Aber Paulana, Alter. Mann, das weiß ich doch nicht. Trinken die denn in Kroatien? Kroatien trinkt auch ein leckeres Paulana. Oh! Alter, wie hat er... Woher wusste er direkt Montenegro? Aber ich war gar nicht schlecht mit Kroatien. Okay, jetzt nicht blinzeln, weil dann sehe ich gar nichts. Okay, das ist länger. Das ist länger als 0,1 Sekunden. Ich weiß aber nicht, was das war. Also es war, glaube ich, Englisch mit dem Cash.
Meine Idee war, dass das Puerto Rico sein könnte. Palmetto. Ja, wo soll ich denn jetzt wissen, wo Palmetto ist? Warte. Da müssen wir mal kurz gucken. Davor muss ja irgendwie ein Straßenschild sein. Jetzt hier, gucken. Marshland Spanish Wells Road, stop ahead, pay toll. Hä? Also es ist auf jeden Fall Amerika. Cross Island Park. Also es sieht ein bisschen Florida-mäßig aus, oder? Oh, Palmetto, bam, da kommen die Points. Alter. Oh. Ja. Ich würde sagen, das ist sowas wie Faröer-Inseln oder so. Das wird es wahrscheinlich schwierig für Paluten, sage ich. Anhand der Häuser kann man hier und wie steinig es war, kann ich mir recht sicher sein, dass das Grönland ist. Okay, wir brauchen ein Straßenschild. Bitte, warum habt ihr immer keine Straßenschilder für... Hier sind so Kinderwagen. Ich sag, das ist schon so Skandinavien, oder? Doch, guck mal, hier so die roten Häuschen. Ich würde schon sagen, dass das hier so oben ist. Hier. Was? Woher wusste er, dass es Grönland ist? Das ist krank. Also im positiven Sinne. Okay. Nur das ist doch Deutschland. Oh, da bin ich mir sehr, sehr unsicher. Ist irgendein Wald? Ich gehe davon aus, dass es in Europa war. Meine Idee war Frankreich. Aber sehr unsicher. Das könnte eigentlich überall in Europa sein. Feuer, ja, das würde auch wissen. Jetzt müssen wir, Oh, Hannover! Warte, hier! Da? Wie A7 Hamburg! A7 Hamburg! Da ist die A7. Aber es muss auch irgendwie noch so ein bisschen Hannover mit am Start sein. Ich würde mal sagen, hier so in der Mitte zwischen den beiden, oder was? Jawohl. Jawohl. Oh, da kommt, da kriegt er jetzt einen großen Schlag. Okay, wir sind in Führung gegangen. Oh, ihr Junge. Oh, Brasilien. Das sieht aus wie Rio de Janeiro. Oh nein. Okay, warte. Wir haben da... Ich dachte zuerst, das ist ganz schlecht, aber wir haben da rechts die Stadt gesehen. Und das sah für mich aus wie Hongkong. Also von diese Hochhäuser... In der Bucht. Mal gucken, wie nah ich da dran kommen kann jetzt sogar. Vielleicht sind wir irgendwo hier oben und gucken uns das hier an. Scheiße. Nein. Oh Gott, es war ja. Moin. Moin. Was ist passiert? Ja, ich wusste nicht. Ich dachte irgendwie, dass das so ein bisschen. Ja, aber was war's? Singapur oder so? Hongkong war's. Das war Hongkong. Schick. Das war Hongkong. Wie hast du gesehen, dass es Hongkong war? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht 0,1 Sekunden, das war eine ganze Sekunde. Warum auch immer die 0,1 nicht gemacht hat, aber genau, ich hatte eine ganze Sekunde. Und in der ganzen Sekunde habe ich die Art der Hochhäuser da erkannt. Ich möchte nochmal. Nochmal? Weil wir können ja nicht... Rematch. Ja, bitte ein Rematch. Ich hab da meine Chance gewittert. Gut, dann hoffen wir einfach mal, dass das jetzt ein guter Seed für dich wird. Und okay, hoffe ich auch. Oh ja, dir auch. Letztes Game. Okay, letztes Game. Oh Gott. Okay, wir machen das wieder mit einer Sekunde, weil 0,1 hat irgendwie nicht funktioniert, leider. Ist auf jeden Fall Europa. Da bin ich mir recht sicher. Und ich bin mir recht sicher, dass es entweder Kroatien oder Montenegro ist. Also wir haben nämlich einen runden Betonpol gehabt für die... Vegetation macht das eigentlich nur für die beiden Sinn. Okay. Es ist hügelig. Andorra. Nein, Mann. Junge, gar kein Plan. Es ist auf jeden Fall... Oh, Zona. Was ist denn Zona? Sabrieno, Dolgagne. Das ist schon so ein bisschen... steht da unter Bratislava? Rumänien. Ich mach hier so ein bisschen. Ah, da kriege ich wieder den Arsch versohlt. Okay, eine Sekunde. Oh nein, ich weiß es nicht. Meine Idee war England. Das kann aber ganz falsch sein. Ich probiere es. Das ist doch Deutschland. Aber das sind so, warte mal, gelbe Nummernschilder, die Holländer. Ah nee, warte, UK. Das könnte auch UK sein. Ja, yeah, und die fahren auf der falschen Seite. Wow! Newton Abbott, Dwellish. Ja, warte, wir gehen. Ah. Oh ja, aber wir kriegen nur wenig auf die Fresse. Wieder irgendwo in Europa. Meine Idee war Serbien vielleicht. Irgendwo im Balkan, würde ich sagen. Hier hat er das, daran kann er es sehen. Obwohl, Solienta. Warte, wir sind hier gut in der City. Eigentlich müssten wir hier viel... Aredo per Etenor. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen spanisch. Oh, warte, Carabinieri? Carabinieri ist Italien. Das Blöde ist natürlich, dass wir jetzt hier nicht die City sehen. Ich sag dann aber schon ein bisschen im Süden. Neapel-Style. Bisschen hier. Oh ja. Ach, guck mal, er war in Serbien, aber wir sind trotzdem fast gleich weit entfernt. Oh.
Oh Gott, Digi, gar keine Ahnung. Dann mal gucken, was wir jetzt kriegen. Schwierig für ihn. Das sah für mich eindeutig nach Kambodscha aus. Ja, ich glaube, das wird er nicht kriegen. Aber die Vegetation mit der roten Erde und so, das sah für mich einfach aus wie Kambodscha. Ja, ist schon so ein bisschen asiatischer Raum, oder? Guck hier. Brudis, was geht ab? Könnte das ein bisschen Indiens sein? Warte, da ist das Schild. Das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Angkor. Aber könnte das nicht auch Thailand sein? Laos. Es ist Laos. Oh! Nee, er war trotzdem besser. Alter. Da, diese. Oh, guck mal, aber das ist jetzt so ein bisschen. Ich würde sagen, China. Das ist, sieht doch chinesisch aus. Ich habe Koreanisch gesehen. Die Sprache mit sehr vielen so Kreisen. Dann erkennt man Koreanisch ganz gut. Ich gehe einfach mal hier in die Mitte. Changyong, Daegu, können wir hier... Boah, Diggi, Alter. Warte, Chengdu? Ich würde hier so einen auf den machen. Oh, Süd... Oh, jetzt versohlt er mir den Arsch. Ah, ja, wunderbar. Damit hast du die Challenge gewonnen? Ja. Wir können irgendwann nochmal eine Revanche machen. Auf jeden Fall. Lass uns das auf jeden Fall irgendwann mal machen. Ich werde in der Zwischenzeit werde ich üben wie ein Verrückter. Da bleibt mir direkt kurz die Spucke im Wasser. Ich muss kurz einmal einen Schluck Wasser trinken. Leute, falls ihr ebenfalls üben, selber spielen wollt, erster Link in der Videobeschreibung. Schaut unbedingt bei GeoGuessr vorbei. Zockt eine Runde. Schaut unbedingt bei Lenny vorbei. Vergesst nicht, bald Weltmeisterschaft. Lenny, wann genau nochmal? Im April ist die Europameisterschaft. Europameisterschaft. Die Weltmeisterschaft. Ah, perfekt, Leute. Da könnt ihr euch jetzt schon mal bereit machen. Da könnt ihr jetzt üben. Und dann sehen wir uns bei der Weltmeisterschaft. In diesem Sinne, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schaut unbedingt bei Lendi vorbei. Und euch noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.